Auch das Berlin-Projekt agiert im öffentlichen Raum. Es betreibt eine Galerie, stellt Werke von jungen Berliner Künstlern aus, wie hier die Fotoarbeiten von Nina Ansari. Die religiöse Gesinnung der Künstler spielt keine Rolle. Anspruch ist es, junge Kunst zu unterstützen und Vielfalt zu fördern, in der Kunst und überhaupt. Das erfordert zuweilen auch ein Umdenken, wenn es etwa um Liebe und Sexualität geht. Es gibt Spannung. Ja, jeder, der die Bibel mal, das Neue Testament von vorne bis hinten durchliest, wird merken, dass es an 3, 4 Stellen kritische Äußerungen zum Thema Homosexualität gibt. Das heißt, die Spannung ist da und jede Kirche versucht sich seit 2000 Jahren irgendwie damit auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig heißt es eben mit Spannung leben.